Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Spider-Man 2. Wunderschöne Empire State Building hier im Hintergrund. Heute geht's mit der Hauptgeschichte weiter. Science Buddies, da vorne, müssen wir, glaube ich, wieder ein wenig mit Harry quatschen über die Sache, die am Vergnügungspark passiert ist. Also machen wir uns auf den Weg. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück zum Let's Play, Folge 17. Und danke für den Daumen nach oben in der letzten Episode hier. Hier ist sogar ein Windstoß, den nehme ich mit. Vielleicht gefällt euch auch heute die Folge. Mal schauen, hier ist das Forschungszentrum. Und dann gehen wir hier mal zum neuen Job. Umziehen, umziehen! Wobei er weiß ja, dass du jetzt Spider-Man bist, also vielleicht nicht umziehen. Doch, wegen den anderen Mitarbeitern machen wir das. Hey, Pete! Sieh dir das an! Nein! Er übertreibt einfach. Der Symbiont schützt ihn. Mal sehen, was das Ding noch so kann. Aha. Das ist kein Spielzeug. Was treibst du da? Wissenschaft, Kumpel. Natürlich. Ich betreibe Wissenschaft. Mhm. Also, Spider-Man. Du sagst es MJ, aber nicht deinem besten Freund? Du warst nicht um da. Dich zu schützen. Ich wollte... Klar. Ja, verstehe schon. Und dein Schüler ist das... der andere? Es ist viel passiert, als du in diesem Tank warst. Ich weiß. Glaub mir. Ganz vorsichtig. Ups. Das Fenster ist kaputt. Ja. Ich mach uns mal Kaffee. Scheint eine lange Nacht zu werden. Verdammt! Das läuft doch nicht so gut. Alter, das ganze Büro ist verwüstet, Mann. Norman. Sieht nach Arbeit aus, ne? Ja, ja. Sogar was der Fernseher ist kaputt. Was ist hier passiert? Ja. Wir haben nur geforscht. Experimente gemacht. Wo ist Dr. Connors? Er hat sich freigenommen? Nein. Er nimmt sich niemals frei. Ich gehe dann mal. Ja, ja, ich rufe dich später an. Er nimmt sich nie frei, ist aber nicht hier. Das ist verdächtig. Es wird wieder hell. Jawohl, Sonnenaufgang. Moment. Harry besitzt Superkräfte? Mhm. Das geht alles so schnell. Ich... Warte, was ist das? Hey Leute, ich empfange komische Signale vom Spider-Bot. Du auch? Genki, führst du irgendwelche Tests durch? Ich wollte euch gerade anrufen. Ein paar von denen haben das Netzwerk angepingt. Die benutzen seltsame Wireless-Protokolle. Ich sehe mir das an und sag Bescheid, was ich finde. Was da vorne? Guck dir mal an, diese Druckwelle, der Impuls, der da ausgeschossen wird. Hm. Ich finde, das Spiel sieht einfach schöner aus, wenn die Sonne scheint, oder? Nachts ist halt alles so dunkel und die Häuser sind halt so beleuchtet, aber es sieht so mit Sonnenlicht einfach noch ein bisschen schöner aus, ey. Ja, schauen wir mal. Ich frage mich, wie sie den Symbionten hier noch erklären in dem Spiel. In den Comics ist es ja so, dass der Symbiont, den Harry jetzt hat, ja, außerirdisch ist. Mal gucken, ob sie das hier beibehalten in der Geschichte oder sich hier was anderes ausgedacht haben. Weiß man ja nicht, ist ja ein anderes Spieluniversum, ne? Oder anderes Universum im Multiversum von Marvel, kann man so sagen. Hat also seine eigenen Gesetze. Okay, was machst du hier, kleiner Spinbot? Siehst scharf aus. Ich lade Infos auf den Spidey-Server. Verstanden. Ich sehe mich nach Ihnen um. Schickt mir die Daten, wenn ihr sie habt. Ich versuche rauszufinden, von wem sie stammen. Okay. Muss ich davon noch mehr fangen? Hey, lange hey. Nacht. Hey, MJ. Harry und ich haben die ganze Nacht seinen Anzug getestet. Und Anzug? Unmengen Pizza verdrückt.
Es war toll. Genau wie früher. Also, ich muss es wissen. Was ist Harrys radioaktive Spinne? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist eine Art Exo-Anzug, der jede Spur seiner Krankheit vollständig auslöscht. Dr. Connors hat sich wirklich selbst übertroffen. Das ist unglaublich. Und kommt gerade recht, wenn man bedenkt, was im Park los war. Irgendwelche Hinweise, wo Tombstone jetzt ist? Noch nicht. Aber sobald ich was weiß, rufe ich dich zuerst an. Ja, oh, du bist die Beste. Okay. Ja, ich weiß. Okay, ich weiß. Was jetzt? Was jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Was haben wir denn offen? Spinbot? Oh, hier ist eine weitere Friends-Aufgabe. Das können wir machen. Was anderes sehe ich auch gerade gar nicht. Wir wissen immer noch... Ups. ...nicht, von wem der komische Spiderbot war. Genau, die Spiderbots, die auch. Spiderbots, halte gedrückt, um die Mission zu aktivieren. Die haben wir auch. Wo denn ist... Wo ist denn hingefurzt? Brauche Hilfe bei einem Fotoprojekt. Mina. Schon wieder Fotos? Hey, Yuri. Ich habe die Anhänger der Flamme zu einer verlassenen Klinik in Chinatown verfolgt. Ah. Gemeinsam finden wir vielleicht ihren Boss. Damit du sie auch zum Sterben zurücklässt? Nur wenn es sein muss. Nur wenn es sein muss. Hör mal, diese Sekte muss gestoppt werden. Komm mit, dann geht's leichter, aber ohne dich geht's auch. Natürlich. Wenn ich mitkäme, könnte ich sie im Auge behalten. Okay. Jemand braucht Hilfe bei einem Fotoprojekt. Keine Ahnung, was Spider-Man da tun kann, aber ich versuch's. Und dann braucht Yuri dann auch noch wieder Hilfe. Yuri ist hart drauf zurzeit, ne? Die Sache mit Tombstone hat sie echt verändert. Mal schauen, dass wir da das auch noch machen. Also jetzt haben wir auf jeden Fall wieder mehrere Aufgaben aufgetaucht, die wir machen können. Und durch die Häuserschlucht. Aber erstmal diese Mission hier, da gibt es auch nur sechs Stück im Spiel, im ganzen Spiel. Von diesen Aufgaben hier. Die wartet auf dem Dach. Papa, keine Sorge. Ich lerne noch mit Lilly. Ja? Sieht nicht danach aus, dass du lernst. Oh, guck mal hier, die geilen Bilder in der Zeitung. Amazing New Hero. Da war Spider-Man gerade frisch am Arbeiten. Das ist schon eine alte Zeitung. Hey! Hab dich! Ja, hallo zurück. Ach, ich wollte ein ungestelltes Foto. Ich möchte eine Fotojournalistin sein, die die Stadt so zeigt, wie sie ist. Wie dieses Foto von Peter Parker. Das war vor langer Zeit sein allererstes Coverfoto. Sowas will ich machen. Ich erinnere mich. Wow. Unglaublich, dass du das hast. Das erste Cover. Ich weiß noch genau, wann er das gemacht hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, jetzt sehen wir, dass wir das macht. Ist ja mega, das ist ja eine geile Mission. Mr. Jameson, hier ist Peter Parker. Ich wollte Ihnen ein paar Fotos verkaufen. Naja, mein Onkel ist gestorben und die Hypothek ist fällig und... Parker, Ihr Leben interessiert mich nicht. Tut mir leid. Ich sitze vor dem Bugle bei einem Kaffee. Wenn Sie hier sind, bevor ich fertig bin, sehe ich mir Ihre Fotos an. Aber ich warne Sie, ich trinke schnell. Mr. Jameson, ich bin mit dem Rad auf der 5. Der Verkehr... Wenn Sie was wollen, strengen Sie sich an. Aber... Sind Sie jetzt New Yorker oder bloß irgend so ein gaffender Tourist? Ein New Yorker? Na, dann schreien Sie, weg da! Und fahren Sie Ihren Weg. Und wenn es nicht weitergeht, fahren Sie außen rum. New Yorker finden immer einen Weg. Hey, wissen Sie, wieso die Menschen hier leben? Wegen der billigen Mieten, der niedrigen Lebenskosten? Nein. Dieses gottverlassene Höllenloch ist die tollste Stadt aller Zeiten. Oh, was soll denn das? Fische! Lassen Sie die Ausreden und machen Sie weiter! Oh, das stinkt! Atmen Sie es ein, Parker. Das ist, the Big Apple. Mr. Jameson, ich muss mich konzentrieren. Ach, langweilig, Sie, Parker! Das ist auch mal ein ganz neues Erlebnis. Baustelle. Ich schaffe es niemals. Konzentrieren, Parker! Entschuldigung, darf ich mal durch? Sie sind New Yorker, Sie fragen nicht, Sie sagen es Ihnen. Sagen Sie, pass auf, Schwachkopf, die Straßen gehören mir. Ein paar Wochen, zwei, drei. Hey, hau ab, du zwei. Das ist mal ein ganz anderes Erlebnis, hier New York mit dem Fahrrad zu durchqueren. Hey, Schwachkopf! Ups, sorry, Verzeihung. Ich muss mal durch.
Mann, Parker, erbärmlich! Seien Sie ein Mann! Zeigen Sie denen Ihre Männlichkeit! Ja, Sir! Moment, was? Fast geschafft! Na. Ich fahre durch den Washington Square Park! Mein Kaffee ist gleich alle, Parker! Was? Schwingen Sie Ihren Hintern hierher! Haut doch mal vom Fußgängerweg, Mann! Danke! Seien Sie nicht so schüchtern! Ich wollte da rein. Tut mir leid! Und keine Entschuldigung! Sorry, ich meine... Augen auf die Straße! Aber sag... Konzentrieren! Straße ist ein Park, Mann! Passiert hier ständig, Parker! Seien Sie ein New Yorker! Sei ein New Yorker! Die Stadt ist voller Menschen. Ich hau den jetzt kaputt! Spidey wird nicht kommen! Hey! Lass ihn in Ruhe! Was hast du gesagt, du Bohnenstarre? Rette das Opfer des Überfalls. Ohne Anzug? Hey! Was gabst du so, du Tourist? Na gut, wir sind Teenie mit der Kampfsport kann. Warum nicht? Ohne Spider-Kräfte. Das habe ich alles auf vom Jackie Chan-Film. Ich kann das. Ja, ich kann am Baum fliegen, das geht. Ich bin nicht Spider-Man. Er kann was. Lust auf eine Ladung Dreck im Gesicht, in den Augen. Das würde echt wehtun. Dafür wirst du zahlen. Haben wir Dreck? Ich reiß dich in Stücke, du kleiner Freak. Das wird jetzt aber ein Problem, der ist zu groß. Das ist ja eine geile Dings-Friend-Dings-Mission, wo wir einfach die Vergangenheit spielen. Weh, aber nicht sehr. Was hast du gesagt, du kleiner Freak? Ihr werdet gerade von einem kleinen Freak hier ganz schön verkloppt. Da helfen dir auch deine Schlagringe nichts. Je größer du bist, desto... Nicht, dass du fett wärst, das meinte ich nicht. Muskulös. Geschafft. Und es hat sogar Spaß gemacht. Spaß gemacht. Mega Spaß gemacht. Nimm das Fahrrad. Darf ich wieder zurück? Ach nee, ich muss jetzt den Typen hier retten. Ja, weil du zu Hilfe kamst. Ja. Danke. Ich bin der Freund. Mein Rad hat auch was abbekommen. Oh, wie komme ich jetzt rechtzeitig zum Bugle? Der freundliche Student aus der... Alle ruiniert, bis auf eins. Aus der Nachbarschaft. Da ist das Bild. Ach, ich dachte, wir sehen, wie er das macht, aber er hat das schon. Er hat das ja schon. Ist vermutlich zu spät. May braucht das Geld. Und ich diesen Job. Ich schaff das auch zu Fuß. Ich muss. Zu Fuß? Lass mir den Rucksack aber auch liegen? Na toll. Aus dem Weg! Ich bin ein New Yorker! Lasst mich durch, Leute! Digga, hier ist alles Platz, Mann. Schrei doch nicht rum. Kann nicht mal schneller laufen. Hier ist ja schon der Daily Bugle. Oh, der Mond. Komm schon, komm schon! Telefon? Wo ist der? Er sitzt da, ich sehe ihn. Ich höre sein Handy. Da ist JJJ. Mr. Jameson? Peter Parker. Sie sind zu spät. Ich habe etwas für die Titelseite des Bugle. Ziemlich großspurig, was? Seine Nase ist blutig. Ich trage mein Selbstbewusstsein jetzt nach außen. Wie ein New Yorker. Parker, das ist schrecklich. Miese Beleuchtung, grottenschlechter Bildaufbau. Nur Gott weiß, warum Sie noch Filme verwenden wie ein Höhlenmensch. Und Ihre Nase blutet. Aber Sie haben Glück. Ich brauche ein Bild von dem Spinnenfreak für die Titelseite morgen. Glückwunsch! Sie sind jetzt Bugle-Fotograf. Wirklich? Danke, Sir. Sie werden es nicht bereuen. Spider-Mans oder Peter Parkers erster Job. Alles okay? Du starrst das nämlich schon seit circa 5 Minuten an. Ja, ja. Also, kannst du mir sagen, wie ich Peter Parker treffen kann? Du willst sie nicht kopieren. Mach dein Ding. Was ich dir sagen kann, ist, dass er gelernt hat, seine Ziele zu verfolgen. Und bei Problemen einen anderen Weg zu finden. Gut. Ich werde einen anderen Weg finden. Gib mir ein Actionfoto für den Bugle. Oh, klar. Gerne. Passt das? Ja, und neig dich im Sprung nach links für ein Silhouettenbild. Ja, ja. Okay, ja. Geht klar. Achtung. Fertig. Spring! Yeah, Spidey. Bis zum nächsten Mal. Das war ein sehr gutes Bild geworden.
Wow. Achtung, nice. Tuthähne! New Yorker im Anmarsch! Gott, diese Friend-Mission-App-Dinger, die Missionen sind echt immer gut. Da sind echt so schöne Momente dabei. Und dann hier auch noch voll krass bei der, mit der Vergangenheit. Mit JJJ und so weiter. Oh, der ist Times Square. Hier bin ich mal wieder. Okay, wo sind denn die anderen Missionen? Wir haben hier das mit Yuri. Spider-Bot sehe ich jetzt aber hier keine, oder? Ach doch, die sind jetzt in den ganzen Stadtteilen. Da muss ich, oh, da, okay, da habe ich wieder was zu tun. Da werde ich dann die Spider-Bots jagen. Hier sind sogar 4 in diesem Bezirk. 4 Stück. Hier auch nochmal 2. 3. 3, okay, das ist fast so wie die Rucksäcke, wo es auch am meisten von gab. 4 hier. Ja, die werde ich sammeln und dann erzähle ich euch. Oder warte dann, bis ich noch einen finden muss. Dann machen wir den letzten wieder im Video. Die werden wieder erstmal schwierig zu finden sein, wahrscheinlich auch. Okay, dann gehen wir zu Yuri, zu der Flammenquest. Warum ist da? Haben wir irgendwo noch Luftstrom? Die gerade nicht in dem Bereich. Da vorne ist einer. Hey Spin, ich hab was für euch. Blackhead. Begebt euch an diesen Ort. Felicia? Hey Felicia. Ich hab über das von den Jägern geklaute Funkgerät etwas über die Stilgießerei in Williamsburg gehört. Okay. Klingt, als wäre Tombstone dort. Er könnte Tombstone. Hilfe gebrauchen. Danke. Zum Glück geht es dir gut. Hast du es nach Paris geschafft? Ja, das habe ich. Ich dachte, ich schulde dir was. Euch beiden. Auch wenn der andere Spider-Man sich nicht die Mühe machen konnte, aufzutauchen. ja, apropos. Spar dir die Erklärung. Wir sind beide drüber hinweg. Er ist übrigens einer von den Guten. Das stimmt. Danke für den Tipp. Ohne dich hätte ich Tombstone vielleicht nicht rechtzeitig gefunden. Ja, danke dir. Pass gut auf dich auf. Diese Modebanausen werden mich übrigens kein zweites Mal überrumpeln. Das glaube ich auch. Tada, Spin. Tada. Malz, das übernehme ich. Schreib du deinen Aufsatz. Aber was, wenn... Wenn Lee da ist, kümmere ich mich um ihn. Spider-Man kann warten. Miles nicht. Na schön. Aber melde dich. Mach ich. Hoffentlich okay. Hatte Felicia recht. Ich muss zu Tombstone, bevor Kraven ihn von seiner Liste streicht. Sehr nett von Blackhead, dass sie sich da nochmal gemeldet hat. Auch als Dankeschön, dass Miles ihr geholfen hat. Finde ich nice. Okay, aber jetzt kümmern wir uns hier um Yuri. Nice Tür. Das ist doch wieder der Flammenkult. Ist sie reingegangen? Vielleicht? Nein. Auf jeden Fall nicht rausgekommen. Wie soll das funktionieren? Einfach zusammentun wie sonst, oder? Hinter dir. Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen? Wow, das ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Yuri ist echt nicht mehr so locker wie früher. Keine Späße mehr hier. Okay. Spider-Man und Wraith können gemeinsam einen doppelten Takedown ausführen. Wenn Kultisten grün markiert sind, können sie gefahrlos ausgeschaltet werden. Links gehört mir. Wir sollten nicht mehr lange warten. Double Takedown. Angeber. Woran erkennen wir ihren Boss, wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Sehen wir uns um. Yuri, du weißt schon, dass du mit der Waffe jemanden verletzen kannst, oder? Das sieht scharf aus. Mit der Kette und so, Alter. Auf jeden Fall hat sie auf jeden Fall einen super farblichen Geschmack. Ich glaube, die sind noch nicht lange hier. Das glaube ich auch. Vielleicht höchstens einen Monat. Ist wieder eine Aufgabe für Spider-Corp. Hier ist was. Der Aussteiger, den ich gerettet habe. Wenn er ja. Schlau ist, hat er den Start längst verlassen. Der aus dem Krankenhaus, den sie ausschalten wollten. Sie decken sich wirklich für irgendetwas ein. Die wollten Vorräte aus dem Krankenhaus stehlen. Hierauf. Wir können hier lang. Ich gehe vor. Die Kultisten ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Okay. Also, es ist 1,5 Jahre her seit... Wie ist es dir ergangen? Den Smalltalk kannst du dir sparen.
Wir sind zum Arbeiten hier. Du bist unser neuer... Da ist das Narrenfeuer! Die ganze... Das ist kein Smalltalk für mich! Ich habe mich um dich gesorgt! Nichts, mir geht's gut. Ich war wütend und nachlässig. Jetzt bin ich voll da. Stabil. Stabil? Stabil ausgeschaltet. Noch keine Spur von ihrem Boss. Gehen wir weiter. Okay. Die Flamme vertraut dir. Vertrau du der Flamme. Die Unwürdigen verstecken sich überall. Okay. Erinnere dich an die Prophezeiung. Feuer reinigt. Und macht dich und lässt dich wieder Rebirth halt Dings, ne? Wiedergeboren. Mann, ich kann besser Englisch als Deutsch, glaube ich. Okay, Wrath Partner. Okay. Und dann hier The Crimson Hour will free us, also die goldene Stunde da. Das ist doch auch sowas wie die goldene Stunde. Ist doch auch was die in der Filmbranche benutzen. Das ist das der, ich weiß es gerade nicht, ob das der müsste der Sonnenuntergang sein, oder? Wenn die Sonne untergeht und alles so gold, das Licht gold wert, müsste der Sonnenuntergang sein. Das nennen auch die Filmemacher die goldene Stunde und dann drehen die da speziell immer so ein paar Szenen. Okay, wir gehen weiter. Was anderes scheint hier nicht mehr zu sein zum Anschauen. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel. Irgendwo hier lässt die sich entriegeln. Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Gut, um alle im Auge zu behalten. Ich könnte die Tür aufreißen, aber ich will keinen Alarm auslösen. Deswegen, wir sind doch zu zweit. Dann können wir das doch auch so lösen als Paar. Blockiert? Da. Die Tattoos zeigen in der Sekte die Hierarchie an. Sie werden nach dem Beitritt in Paare gruppiert. Moment, ich habe eine Idee. Willst du das der Klasse mitteilen? Sieh nur zu. Und alles ist, altgriechisch. Aha, die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich hab meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Okay. Wir haben Prometheus, Hestia, Hephaistos und Typhon. Bitte nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Toll. Soll das etwas Gutes sein oder etwas Schlechtes? Wie kann irgendwas davon gut aussehen? Naja, die nicht würdig sind, sollen sich halt überall verstecken. Sonst werden sie verbrannt. Wer sagt's denn? Aller guten Dinge sind zwei. Ja, das auch gesagt, wenn ich noch einen weiteren nicht gefunden hätte. Da war noch eben gerade was zum Anschauen. Oh, ein fliegendes Fass. Da. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das von Spider-Corps Grabstein. Komm schon, Yuri, wirklich? Sie hat ein Tattoo von Spider-Corps Grabstein? Das will ich sehen. Wo hat sie das denn? Hier war doch eben noch was. Schade, weil die Tür jetzt offen ist wahrscheinlich. Hat sie bestimmt am Arsch. Geht's runter? Es geht runter. Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein. Sieht nach einem Brandeisen aus. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Denn alles brennt. Okay. Hast du das vorher schon mal gehört? Nicht sicher. Das
genügt. Sehen wir nach den Gefangenen. Dass sie alle mal eingesperrt sind hier. Wir bringen dich hier raus. Die Türsteuerung ist nebenan. Schnell! Wie viele Anhänger sind in dem Gebäude? Ich weiß es nicht. Viele. Viele? Als ob die sich da die ganze Zeit Videos angucken müssen, wie alles brennt und Städte, Menschen, alles am Brennen sei. Da kann ich mir ein besseres Programm vorstellen. Wir bringen dich schnellstmöglich raus. Bitte. Ich sollte gar nicht hier sein. Wir können dich hier einsperren und dann müssen die ganzen Tag meine Let's Plays gucken. Wir holen dich irgendwie raus. Wenn die Flamme euch lässt. Danach bist du richtig weich im Kopf. Hey, alles klar da drin? Hallo? Wir wollen dir helfen. Nicht so laut. Ich glaub, die Steuerung ist also nebenan. Komplett durch. Wehe, sie ist schon im Nebenraum. Wieso kann ich nicht hoch? Wenn das die Anhänger der Flamme sind, hält die Flamme dann da unten Hof? Ich glaube nicht. Er ist noch würdig. Es brennt hier. Werft die Zweifel über Bord und feiert den Übergang dieses Funken von Typhon zu Hephaistos. Alles okay mit dir? Du klingst... Er steigt alles auf. Richtig. Er steigt auf von Typhon zu Hephaistos. Gut genug. Da die Welt dir von nun an nichts mehr anhaben kann. In Aktion. Dieser Raum hat wohl keine andere Lösung. Hoffentlich gibt es hier noch mehr als diesen Bildschirmschoner. Das Brandmal ist Schild und Schwert zugleich. Mhm. Es wird deine größte Quelle des Widerstandes und der Kraft sein. Das zeigt, wie sehr die Flamme dir vertraut. Und diese Glut wird niemals vergehen. Klingt doch ganz hübsch. Vertraue der Flamme, denn alles brennt. Seit Anbeginn gab es keine deutlichere Wahrheit. Daran müssen wir jetzt denken. Denn die Purpurstunde... Hey, red weiter. Das war ein schöner Vortrag. Hey, da wollte ich gerade hin. Such dir einen anderen eine Stelle zum Sitzen. Oh, da ist Medizinball. Hallo? Nee, so ein Gymnastikball. Medizinball ist was anderes. Hab ihn. Schlaf gut. Steh auf! Nein, steh nicht auf. Da ist es. Die Flamme sieht dich, Spider-Man! Jetzt steh dich auf. Ihn runter! Da hol ich einfach meine Arme raus. Siehst du irgendwo die Türsteuerung? Na, ich weiß nicht. Ich sehe da oben was. Das Buch der Flamme. Aha. Klingt nach einem Bestseller. Hm. Gefällt mir nicht. Abschnitt 4, die Prophezeiung. Es beginnt mit der Ankunft eines Narrenfeuers, das versuchen wird, die Würdigen von ihrer Arbeit abzuhalten. Die Anwesenheit des Feuers bringt verheerende Seuchen über das Land. Okay. Es muss einen Weg geben, diese Zellen aufzuschließen. Hier laufen die Zellenkabel entlang. Ja. Die gehen aber da hinten lang. Kann ich den hier öffnen? Er hat den Topf gedrückt. Okay, die sind frei. Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Hätte nie gedacht, dass du noch mal jemanden überlistest, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narrenfeuer... hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst?
Verrat mir dein Versteck, dann zeige ich's dir. Das Krankenhaus nördlich von Astoria. Bist jederzeit willkommen. Warum denn immer wenn Krankenhäuser? Wenn ihr würdig seid. Au. Immer verstecken die sich in Krankenhäusern. Du wusstest die ganze Zeit, wer die Flamme war? Nein. Ich hatte einen Verdacht, aber ich wusste es erst, als ich ihn sah. Kenn ich woher den? Kennt ihr zwei euch? Er hatte eine ähnliche Gruppe, als ich ein Kopf war. Ach, ich hat nahm er? Sie hoch, aber er entkam. Okay. Okay, der klebt da an der Wand. Beide. Er ist gar nicht hier. Wir müssen ihn verfolgen. Nachdem wir die Gefangenen befreit haben. Sie haben da oben zugemacht. Tür einrennen. Oh, da fliegen hi. Die aber weg. Los gehen wir nach oben. Hinter der Tür oben sind noch mehr Anhänger. Nur dort geht's raus. Warte hier. Wir gucken, dass es sicher ist. Okay, gucken wir, dass es sicher ist. Diese 140er Damage Verbesserung. Die merkt man schon ordentlich hier im Schaden her. Okay, das Wichtigste zuerst. Woher weiß er, wer du bist? Meine Stimme. Als ich ihn als Polizistin jagte, gefiel sie. Er fand raus, wer ich war, um mir zu sagen, dass ich scheitere. Was weißt du noch über ihn? Eine vorherige Gruppe? Als wir kurz davor waren, ihn zu fangen, sagte er ihnen, dass es Zeit ist. Sie umgebracht, damit niemand mit uns redet und sie ließen es zu. Er ist ein Monster. Okay, er macht sich also. Das ist das erste Mal, dass du ihn gesehen hast, seit er entkommen ist? Ich habe lange versucht, ihn aufzuspüren, aber andere Fälle kamen dazwischen. Ich wusste aber, dass er nicht weit ist. Er macht sich also Sektengruppen. Und die Gruppen. Anhänger der Flamme. Sind die wie seine alte Gruppe? Die alte Gruppe war klein. Oh, diese Leute hier. Ich weiß nicht, was größer ist. Ihre Anzahl oder ihr Selbstvertrauen. Das sind Sektengruppen, die dann auch gemeinsam. Jetzt lass uns die Leute hier rausbringen. Gemeinsam Selbstmord begehen. Also ganz schön radikale Scheiße. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri! Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten! Ja. Und ich kenne Trapster. Wir können nicht warten. Du weißt nicht, wie er ist. Und weg ist sie. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn wir reinstürmen und sterben. Wir brauchen einen Plan. Ich schaue mir die Krankenhausbasis an und checke, dass alles sicher ist. Zufrieden? Ja. So kann man es auch ausdrücken. Oder auch als etwas weniger gestresst. Okay, interessant. Ein richtig krasser Typ. Der scheint aber auch echt viel Überzeugungskraft zu haben, wenn die Leute ihn so hinterherlaufen und sich dann auch noch alle selbst umbringen. In Gruppen. Ja, um ihn dann zu folgen und das auf seinen Befehl zu machen. Ganz schön radikal. Okay. Leute, das war die Folge für heute. Waren wir unterwegs mit Yuri. War ganz cool. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für die heutige spannende Flammen-Episode. Und dann bis zur nächsten Folge von Spider-Man 2. Ciao.